dessen. Wir nehmen heute Abschied von dem, aus unserer ungeschätzten und geliebten Hammerschauspielerin Christiane Hörbiger sterblich und vergänglich ist. Aber durch unsere Liebe, durch unsere Freundschaft, durch unsere Bewunderung, durch unsere Erinnerungen an sie, durch die Spuren, die sie in dieser Welt so reichlich hinterlassen hat, bleiben wir mit Christiane Hörbiger über den Tod hinaus verbunden. Wir sind in dieser Stunde ganz eng verbunden im Leben und für mit Gebet mit euch, der Familie, dem Sohn, der Sascha und Schwiegertochter Laura, Enkelsohn Luca, mit ihren Schwestern Marisa und Elisabeth, der ganzen Familie, mit all denen, die sie geliebt, geschätzt, bewundert haben, mit all dem, was uns auf den Bühnen dieser Welt und vor den Fernsehkameras geboten worden ist, an Hingabe ans Leben, an dem, was wir uns ersehnen, vom Leben zu haben und was Christiane Hörbiger am Leben geliebt und geschätzt hat. All das wollen wir nun dankbar vor Gott hinlegen und fürbittend der Hoffnung auszugeben, die Christiane Hörbiger auch erfüllt hat, dass sie einmal nach diesem irdischen Leben mit denen vereint sein kann, die ihr durch diese Tür des Todes vorausgegangen sind, in die ewige Gemeinschaft mit Gott im Himmel. So lasst uns miteinander vertrauend beten, wie Christiane auch kindlich vertraut, geglaubt und gehofft hat. Die Trauer kann in Vertrauen verwandelt werden. Bitten wir Christus, dass er uns in unserer christlichen Hoffnung stärke. Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte. Herr, erbarme dich unser. Du führst uns zum Wasser des Lebens. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Du bist bei uns im Leben und im Tod. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, hat am Kreuz sterbend die Arme ausgebreitet. Er hat die Macht des Todes gebrochen und uns die Auferstehung kundgetan. Am Ende des irdischen Weges von Christiane Hörbiger bitten wir dich. Führe du sie aus dem Dunkel des Todes und vollende sie in deinem Licht. Gib ihr den Frieden, den unsere Welt nicht geben kann, und nimm sie auf in die Gemeinschaft der Heiligen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir werden nun nach einem wunderschönen Musikstück zwei Ansprachen hören. Und ich begrüße und heiße herzlich willkommen unsere Kulturstadträtin, Veronika Kaup-Hassler. Und anschließend wird der Produzent aus Hamburg, guter Freund von Christiane Markus Trebitsch, das Wort ergreifen. Hören wir zuvor ein bewegendes Musikstück. Thank you.
Liebe Familie, liebe Angehörige, liebe Wegbegleiterinnen, liebe Künstlerinnen, liebe Trauende, sehr geehrter Herr Präsident und lieber Toni Faber. Christiane Hörbiger war, das steht für mich und für ganz viele außer Zweifel, eine Grande Dame. Eine Grande Dame des Theaters, des Films und auf ganz besondere Weise auch eine Grande Dame des Fernsehens. So ungewöhnlich diese Verbindung mit dem Metier-Fernsehen ist, auch dort hat sie diese außergewöhnliche Ausstrahlung, mit der sie uns so viele Jahre beeindruckte, gelebt. Der Titel der Grande Dame wird von keiner Institution verliehen. Es ist kein Orden. Eine Grande Dame wird nicht gekürt, ernannt, ausgezeichnet, sondern sie wird auf eine besondere Art und Weise von Öffentlichkeit geliebt, bewundert, bestaunt durch die Hochschätzung der Kolleginnen und die Begeisterung des Publikums. Christiane Hörbiger hat uns begeistert, schon zu Lebzeiten waren uns hierfür keine Begriffe zu klein. Schauspielerin, Vollblutschauspielerin, Spross einer Schauspielerdynastie, Königin der darstellenden Kunst, besonders eine der vielen Zuschreibungen und immer wieder aber auch Publikumsliebling. Ihre Karriere begann interessanterweise eigentlich mit einem wirtschaftlichen Konkurs, wenn man das so sagen darf, nämlich der Konkurs einer Zuckerbäckerei, in der Christiane Hörbiger dieses Handwerk früh gelernt hat, die in Konkurs gegangen ist und sie auf neue Dinge gebracht hat. Und schnell hat sie gewusst, sich einen neuen Weg zur Bühne zu bahnen. Zielstrebig, umstandslos, selbstbewusst. So wie ihre Rollen, die sie einzigartig zu leben erweckte, mit beeindruckender Klarheit, Coolness, würde man heute sagen, manchmal auch Kälte. Unnahbarkeit, darin lag ungeheuer viel Faszination und Feuer. Vielleicht braucht man das, vielleicht muss das auch sein, wenn man sich aus dem Schatten einer übermächtigen Künstlerdynastie oder Künstlerfamilie seinen eigenen Weg suchen möchte. Diese Schärfe, dieses Unbeirrte. Im Rückblick und besonders von außen ist es faszinierend, auf dieses gewaltige, weit verzweigte Netz bekannter und mit sich verwandter Schauspieler und Schauspielerinnen zu blicken. Es ist von großer Besonderheit, in eine Künstlerdynastie hineingeboren zu sein. Es ist ein Privileg, natürlich, aber sicher auch eine Bürde, die es zu tragen gilt und über die wir Außenstehende nur spekulieren können. Wenn man Teil davon ist und seinen eigenen künstlerischen Weg kriegen möchte, erkennbar werden möchte, einen Unterschied machen möchte, ist dieser Schritt ins Leben ein besonderer und mit Sicherheit kein einfacher. Christiane Hörbiger hat es geschafft, zu einem der größten Publikumslieblinge des Landes zu werden. Sie hat zahlreiche Ehrungen erhalten, wie den Bayerischen Fernsehpreis, den Adolf-Grimme-Preis oder 2009 die Wiener Ehrenmedaille in Gold, den Platinbronze für ihr Lebenswerk und vieles mehr. Mir persönlich bleibt in starker Erinnerung ihre Grandezza, ihr würdevolles Auftreten, ihre Schönheit bis ins hohe Alter. Dabei hat mich besonders beeindruckt, wie sie ihr immer wieder gelang, diese durchaus mit Kitsch verbundenen Zuschreibungen durch ihre Persönlichkeit zu bereichern, zu konterkarieren, zu verschieben. Ganz wunderbar und stark mit großartigen Kolleginnen der deutschen Theaterszene. In dieser Mediensatire über den Sternenskandal und die gefälschten Hitler-Tagebücher hat sie eine hinreißende, sinnliche freie Frau von Hepp gespielt. Wie sie als Nichte des Reichsmarschalls Hermann Göring den Avancen des Reporters Hermann Villiers, Prinz George, nur zu gerne erliegt, um ihm nach amoröser Zweisamkeit den mächtigen Bademantel ihres Onkels, des Nazi-Ministers, verehrt, ist ein unvergesslicher, tragisch-komischer Auftritt. Es gehört Mut dazu, mit 54 Jahren eine nicht ganz jugendliche, aber noch lebensmutige und elegante,
vom Verlauf der Geschichte gekränkte, immer noch dezent nationalsozialistisch geprägte Dame zu spielen, glänzend kokettierend als verblühende Schönheit mit nasalem Adelstonfall. Eine Frau von Welt, die nicht mehr allzu vorsichtig ist, was ihre Kavaliere betrifft und sich am Ende von ihrem Liebhaber unverzeihliche Beleidigungen anhören muss. Beeindruckend, schillernd und, wenn ich so sagen darf, für mich wirklich unvergesslich. Wie wertvoll und berührend das Fernsehschauspiel sein kann und welche Qualitäten wir auch mit dem Medium Fernsehen verbinden, das hat uns Christiane Hörbiger auf wundervolle Weise gezeigt. Ich liebe das Leben, habe ich in einem Interview von ihr eben erst nachgelesen. Ein Zitat von ihr. Das konnte man immer spüren. Das hat sie uns immer gezeigt. Sie wird jetzt einen anderen Raum betreten. Einen Raum, den jeder und jede von uns eines Tages auch betreten wird. Aber sie wird dieser Bühne, dieser analogen menschlichen Bühne hier, enorm fehlen. Doch diese Stadt, die ihr mit einer großen Trauer, aber einer großen Freude über ihr gelebtes Leben verbunden sein wird. Lieber Sascha, liebe Laura, lieber Luca, sehr geehrte Marisa Hörbiger, sehr geehrte Elisabeth Orth, sehr geehrte Marvin Hörbiger, liebe Familie, hochansehnliche Trauerversorger. Anlässlich der letzten Adventslesung, die Christiane Hörbiger im Hamburger Michel gehalten hat, stecke ich hinter ihr in der Halle des Vierjahreszeiten meine Lebensgefühle. Christiane reagierte mit folgendem Satz: Sie wissen schon, dass Markus und ich heiraten werden. Guten Abend, Christiane Hörbiger. Diese kleine Anekdote beschreibt ziemlich genau, was für eine Verbindung wir miteinander haben. Und ich sage bewusst haben. Sie ist geprägt von tiefer Zuneigung, gegenseitiger Achtsamkeit und von einer angemessenen Portion Respekt. Liebevolle Hilfestellung in vielen Situationen. Dass Christiane eine große Künstlerin ist, muss ich hier nicht weiter beschreiben. Das ist ihr immer wieder und gerade auch jetzt zu Recht attestiert worden. Ich möchte versuchen, Ihnen mehr über den Menschen Christiane zu erzählen, wie ich ihn kennengelernt habe. 2003 produzierten wir für die ARD den Film Alpenglück. Eine große Kollegin von Christiane, weibliche Hauptrolle neben Götz George vorgesehen war, sagte kurzfristig ab. Eine neue, adäquate Besetzung schien der ARD nicht auffindbar und der Film stand auf der Kippe. Die einzige wirkliche Alternative war Christiane Hörbiger, aber der Sender meinte, das macht die nie, als Ersatz irgendwo anzutreten. Ihre damalige Agentin Carla Rehm vermittelte trotzdem ein Treffen in Baden und ich fuhr mit, ehrlich gesagt, wackeligen Knien dorthin, weil ich mit einer glasklaren Absage rechnete. Christiane erschien pünktlich, setzte sich neben mich und sagte zu mir: Ich bewerbe mich um diese Rolle. Ich schaute sie etwas irritiert an und sagte: Wie? Sie bewerben sich um diese Rolle? Sie wiederholte den Satz, hob ihr Bein unter dem Tisch hervor und zeigte auf spezielle Kellnerin-Stiefeletten, die sie trug und die in diesem Film noch eine Rolle spielen sollten, und sagte mir ohne großes Tamtam zu, nur mit dem kleinen Beisatz, dass sie auch wahnsinnig gern wieder mit Götz George zusammenspielen wolle. Die 10 Produktionen, die wir im Laufe von 15 Jahren miteinander machten, waren immer von gegenseitigem Vertrauen getragen.
Sie liebte es, nach Hamburg zu kommen, dort zu arbeiten und aus ihrem Zimmer in den Jahreszeiten sehr früh morgens, wenn sie das Hotel verließ und abends, wenn sie wiederkam, über die Alster zu schauen. Das gibt mir Kraft, sagte sie dann. In unserer Zusammenarbeit ging es nicht nur um ihr künstlerisches Schaffen. Immer einmal wieder schütteten wir uns gegenseitig unser Herz aus. Und ich kann Ihnen sagen, ihr gesamtes Leben war nicht einfach, sondern ziemlich hart und hatte wenig mit dem gänzlichen Gedanken bei Filmpremieren zu tun. Als Tochter von Paula Wessely und Attila Hörbiger und als Mitglied dieser großen Künstlerfamilie musste sie ihr Leben lang performen und größte Disziplin bewahren. Schwächen und Zweifel waren nicht erlaubt. Ich kenne das auch. Wir sprachen viel über Rassismus miteinander und die menschenverachtenden Unglücke in dieser Welt. Beides trieb sie immer wieder um. Eines mit uns mochte sie überhaupt nicht. Mit dem Ausdruck Grand Dame hatte sie manchmal ihre Zweifel, aber ließ es über sich ergehen und manchmal hat sie sich vielleicht auch ein bisschen gefreut. Aber ganz sicher war ich mir da nie. Sie hat einen wunderbaren Humor und wir haben oft Tränen gelacht und viel Spaß miteinander. Nur ein einziges Mal während unserer Zusammenarbeit war es überhaupt nicht mehr spaßig. Bei einem der ersten Filme zeichnete sich Überstunden ab, die über den mit ihr vereinbarten Rahmen hinauszugehen gingen. Ich wurde zum Drehort gerufen, ging auf sie zu. Bevor ich überhaupt den Mund aufmachen konnte, sagte sie zu mir sehr klar und deutlich: Denken Sie nicht einmal den Gedanken. Später hat sie manchmal eine kleine Ausnahme davon gemacht, aber das ist eine andere Geschichte, du weißt, wovon ich spreche. Wenn sich Situationen ergaben, die für sie und mich schwierig zu werden drohten, sagte sie Folgendes: Wir sind jung, schön und unermesslich reich. Schön war sie sowieso und jung in ihrem Herzen. Reich an ihrer Seele. In diesem Sinne ist es mir eine große Ehre, dich kennengelernt zu haben. Ich bin tief traurig über dein viel zu frühes Ableben. Sei umarmt.
Herr, ein trostvolles Wort aus dem Evangelium, wie es Johannes aufgeschrieben hat. Dort heißt es: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur ich. Lieber Sohn Sascha, liebe Laura, lieber Luca, liebe Familie, Birmingham Ort, liebe Frau Kulturstadträtin, danke für deine Worte. Lieber Herr Trebitsch, danke für Ihre berührenden, ergreifenden Worte des Abschieds und der Trauer. Sehr geehrter Bundespräsident aus dem Dienst, sehr geehrte Angehörige, Verehrer, Bewunderer, Freunde von Christiane Hörbiger. Wann der Herr das nicht will, nutzt es gar nichts. So haben wir die Melodie jetzt eingespielt bekommen. Wird der Herrgott alles gut richten können? Wird alles einmal wirklich gut werden? Selig die Menschen, die so einen kindlichen Glauben leben dürfen. Und Christiane war von diesem Glauben auch geprägt, dass das Leben grundsätzlich gut ist, dass diesem Leben so viel abgewinnen kann. Und so mit großartiger Disziplin und Hingabe uns allen auf den Bühnen dieser Welt und vor den Kameras etwas vorleben konnte, was uns tief bewegt hat. Wo sind wir letztlich zu Hause? Wo ist unsere Heimat? Ist unsere Heimat hier auf dieser Erde? In den wunderbaren Städten und Ortschaften, die wir kennen und lieben und bewohnen? Wien oder Zürich? Hamburg und Berlin und so vieles andere. Wo sind wir zu Hause? Wo dürfen wir uns sicher wissen? Wo sind wir zu Hause? Wo ist unsere Heimat? Wissen wir uns auf dieser Welt gut gebraucht, hoch dekoriert, ausgezeichnet, als Kaudan, als Schauspiel, Ikone, als Legende? Oder wissen wir im Laufe des Lebens und immer wieder auch zurückgerufen in die Stille unseres Lebens, in die Partnerschaften, die uns geschenkt werden, in den Familienkreis, von geliebten Menschen umgeben oder manchmal dann am Ende eines Lebens auch relativ einsam und zurückgezogen, weil sie alle wird einem ganz großen Schauspiel teilnehmen. In all dem, wo uns Menschen schon vorausgegangen sind, wo es keine Tränen, keine Trauer, keine Schmerzen mehr geben wird. In all dem, wo wir hier auf Erden nur stückweise, Schritt für Schritt das nachbuchstabieren, was Leben bei Gott heißt, von diesem Leben so vielfältig dienen können und Spuren des Lebens zeichnen können, die sie so vielfältig hinterlassen hat. Welch ein Geschenk war es, Christiane zu begegnen in der Innenstadt, wenn sie mit ihren beiden Möpsen unterwegs war, wenn wir dort und da Gelegenheiten hatten, einander zu treffen, wo sie liebevoll auf ihren Gerhard geachtet hat, was er lieber gegessen hätte und ihm doch nicht so gut war. In all dem, wo sie in liebender Sorge bewegt war, uns diesen Liebhaber des Lebens des Himmels auf irdischen Seilen zu buchstabieren und darzustellen. Danke für dieses großartige Lebenswerk und liebende Fürbitte für dich, liebe Christiane, auf dem Weg in den Himmel hinein, in all dem, wo sich das Leben am Ende oft mühsam anfühlt,
aber all das dir abgenommen wird und du gestärkt werden wirst und ankommen kannst. Und dort wird es Applaus, Lob Gottes ohne Ende geben. Auf das Vertrauen wollen wir mit unseren Gebeten sie auf diesem Weg begleiten und uns in unserer Trauer stärken. Vieles bewegt uns in dieser Stunde. Trauer, Hoffnung, Dank und Bitte. Für alles Gute im Leben von Christiane danken wir Gott, indem wir gemeinsam rufen: Gott, wir danken dir. Für die 84 Jahre, die Christiane Hörbiger unter uns gelebt hat: Gott, wir danken dir. Für die Taufe, in der du sie als dein Kind angenommen hast: Gott, wir danken dir. Für ihre vielfältigen Talente und Fähigkeiten, mit denen du sie geschenkt hast: Gott, wir danken dir. Für die liebevolle Sorge um ihre Familie und ihre anvertrauten Menschen: Gott, wir danken dir. Für die Geduld, mit der sie unsere Fehler und Schwächen immer zu spät kommen ertragen hat: Gott, wir danken dir. Bitten wir nun Gott für Christiane und für uns alle, indem wir rufen: Wir bitten dich, erhöre uns. Lass ihr Leben unter uns reiche Frucht bringen. Wir bitten dich, erhöre uns. Hilf, dass alles, was sie begonnen hat und was unvollendet blieb, durch uns und andere weitergeführt wird. Wir bitten dich, erhöre uns. Verzeihe Christiane alles, was sie aus Schwäche getan oder unterlassen hat. Wir bitten dich, erhöre uns. Verzeihe auch uns alles, was wir Christiane schuldig geblieben sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Hilf uns, die Erinnerung an das Gute im Leben von Christiane wachzuhalten. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir hoffen auf Gott, bitten wir ihn, dass er unseren Glauben an die Auferstehung stärke, indem wir rufen: Stärke unseren Glauben. Jesus Christus, der uns bis in den Tod geliebt hat, stärke unseren Glauben. Und Jesus Christus, der uns durch sein Leben und Sterben erlöst hat, stärke unseren Glauben. Durch Jesus Christus, den du von den Toten auferweckt hast, stärke unseren Glauben. Durch Jesus Christus, der uns auf dem Weg zu dir vorausgegangen ist, stärke unseren Glauben. Durch den Heiligen Geist, der uns immer neu zu guten Taten befähigt und anbringt, stärke unseren Glauben. So lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Durch die Taufe, Christiane Hörbiger, gehörst du zu Christus. Durch die Taufe gehören wir alle zu Christus. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Lasset uns beten, barmherziger Gott, wir danken dir für alles Gute, mit dem du Christiane Hörbiger mir das Leben geschenkt hast, und für das Gute, das wir durch sie erfahren durften. Wir empfehlen sie nun in deine Hände. In der Taufe hast du sie als dein Kind angenommen, führe sie nun zur Herrlichkeit des Himmels und gib ihr Wohnung und Heimat bei dir. Allen aber, die zurückbleiben, gib die Kraft, einander zu trösten und den Glauben zu stärken, da das Geheimnis des Lebens wirklich zu glauben und darin auch zu leben und zu wirken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Auf Erden haben wir keine bleibende Stätte.
sondern wir suchen die zukünftige. In der Hoffnung auf Gott, der die Toten zum Leben erweckt, werden wir dann anschließend den sterblichen Leib von Christiane Hörniger zum Grabe bringen. Nun zuvor darf ich aber die Musik und Sie Ihr Musikum noch bitten, um eine Überleitung, Reinigung des Tages. Und nun darf ich zuerst den Sohn Sascha Bieger um seine Worte für seine Mutter, unsere Christiane, bitten. Thank you.
Herr unser Gott, dein sind wir im Leben und im Tod. Wir bitten dich, segne dieses Grab. Die Verstorbenen, die darin bestattet werden, führe zur Auferstehung und zum Leben bei dir. Die Lebenden aber, die herkommen, stärke im Glauben an das ewige Leben in Christus, den du von den Toten auferweckt hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wir übergeben nun den Leib der Erde. Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wird auch unsere Christiane Hörbiger zum neuen Leben erwecken. Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Der Herr aber wird dich auferwecken. Im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus ist Auferstehung und Heil. Der Friede sei mit dir, liebe Christiane. Durch die Taufe gehören wir zu Christus, haben Teil an seinem Leben. Das bekennen wir, wenn wir das Glaubensbekenntnis gemeinsam sprechen, wenn wir unsere Hoffnung auf das ewige Leben, auf die Auferstehung von den Toten bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr unser Gott, vor dir sind alle Menschen lebendig, denn deine Liebe ist stärker als der Tod. Wir bitten dich, tröste uns in den Zeiten der Trauer, schenke uns die Kraft deiner Liebe und stärke in uns die Hoffnung auf das ewige Leben. Gemeinsam mit Christiane Hörbiger führe auch uns zur Herrlichkeit des Himmels, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Zum Abschluss unserer Feier empfehlen wir Christiane und selbst Maria, die um ihren toten Sohn getrauert hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Herr, gib ihr und allen Verstorbenen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchten. Lass sie ruhen in deinem Frieden. Amen. Im Namen der Familie darf ich Sie alle bitten, von Beileidsgrund Ihnen gegenüber von Kondolenz ausdrücken, Abstand zu nehmen. Die Familie möchte sich in Stille von Christiane verabschieden. So seien wir alle gesegnet, seien wir alle getröstet und gestärkt in unserer Trauer und das Abschiednehmen von ihr, aber unserer Hoffnung, dass sie uns vorangegangen ist und wir uns einmal zu einer Zeit, die nur Gott kennt, wiedersehen werden. So segne euch alle,
tröste und stärke euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin und bleibt in seinem Frieden. Danke, Gott.